als Erinnerung und vielleicht auch der Vortragende, wenn der CC vorne. Heute Abend 18.30 Uhr, also bitte seien Sie Zeit, zahlreich mit dabei, damit wir uns motivieren können. Es gibt dann auch Kurzpräsentationen, also letztendlich eine schöne Möglichkeit, dass wir die Iris weitgehend kostenfrei gestalten können. Insbesondere natürlich auch die Platinsponsoren, Goldsponsoren, Silber und Bronze und auch die Zivilgesellschaft und KMUs. Und auch danke an jene, die einen kleinen Kostenbeitrag zu Iris geleistet haben als Teilnehmer. Bin ich an sich ganz toll, dass Sie da auch als Zivilgesellschaft beitragen, dass die Konferenz weiter bestehen kann. Dann natürlich Universität Salzburg, die den räumlichen Rahmen als Gastgeber 21 Mal, einmal an der Uni Wien auch, gemacht hat. Herzlichen Dank dazu. Bitte auch für die Sponsoren, es gibt dann Stände, es gibt Bücher und es gibt dann auch weitere Informationen im Tagungsheft. Das heißt, wir haben uns entschlossen, dass Sie dort immer sehen können, was die Betreffenden als wichtigste Information Ihres Programms sehen. Also beachten Sie das. Dieses Programm durchsehen. Jetzt vielleicht noch ganz kurz zu Blockchain als solches, zu Legal Tech und natürlich auch Internet of Things. Ja. Das ist das Thema, das wir uns gewählt haben. Danke auch an Anna-Maria Kreuzbauer, die an sich hier gedacht hat von der philosophischen Seite. Das wäre doch was für uns und könnte man als Thema machen. Ein schwieriges Thema eigentlich dabei, wenn, wie auch Herr Dekan gesagt hat, was ist das für uns als Juristen, plötzlich die Dinge, wenn aktiv, agieren, kommunizieren, was machen wir denen? Wie integrieren wir sie ins Rechtssystem? Derzeit natürlich eher noch imperfekt, aber wenn man so denkt an autonome Fahrzeuge, an Roboter, die müssen in besserer Weise integriert werden. Das muss nicht so weit gehen, wie das Europäische Parlament meint. Wir sollten auch Rechtspersönlichkeit überlegen, aber es gehört zu den Themen, die wir sich beschäftigen. Derzeit natürlich das Wichtigste für uns ist natürlich, wir haben diese Akteure und wir haben das Potenzial. Und in weiterer Folge, das gilt fürs Recht, genauso wie für die Gesellschaft, aber insbesondere auch für das Recht, es ändert sich einfach sehr, sehr viel. Es ist Digitalisierung und es ist ein wesentlicher Trend des Ganzen, ist dabei, dass wir natürlich jetzt die Dinge erledigen sehr viel, machen sehr viel und wir müssen das entsprechend zurechnen und natürlich auch entsprechend bewerten. Und da gibt es viele Rechtsfragen, aber natürlich auch dabei letztendlich, wie gestaltet sich die Gesellschaft um? Und ich glaube, diesmal haben wir natürlich vor allem auch Themen sehr stark dabei, wie wird sich die Gesellschaft ändern, modifizieren? Und das ist, glaube ich, also eine wichtige Sache dabei. Vorher auch mit Professor Lachmeier gesprochen, er hat gemeint, an sich auch Leibniz hat schon ein bisschen überlegt an sich in dieser Hinsicht. Also man kann das durchaus auch in historischer Richtung überlegen, wie sich das entwickelt hat. Es war immer ein bisschen dabei, Menschen, Dinge, wie gehe ich damit um? Und das ist letztendlich das Thema dieser Tagung und ich freue mich, dass Sie so zahlreich diese Beiträge gestaltet haben und dass wir die hier dann auch diskutieren können. Kurz noch. Jetzt gehen wir gleich weiter, damit wir noch genügend Zeit haben, auch für den eingeladenen Vortrag. Es ist der Professor Dr. Rolf Weber von der Universität Zürich. Er ist dort schon emeritiert, aber er sagt, er macht immer noch sehr viel. Er leitet dort 3 Forschungsinstitute und auch ein Blockchain-Center. Er ist doppelgleisig, er ist auch Anwalt. Also er kennt auch die Praxis sehr, sehr gut. Er hat auch eine Gastprofessur an der Universität in Hongkong. Hat auch das Zentrum für Information- und Kommunikationstechnologie Recht an der Universität Zürich aufgebaut. Autor von sehr vielen Büchern und Artikeln. Er sagt, er hat an sich Publikationsliste 44 Seiten, also ist sehr, sehr aktiv. Und daher bin ich sehr froh, dass er bereit war, die Einladung zu akzeptieren und hier
einen eher provokanten Titel zu präsentieren, Internet of Things. Man sagt, das ist jetzt das Thema, das wir brauchen. Er sagt schon, eigentlich sollte es Blockchain of Things sein. Bin gespannt auf den Vortrag und Rolf, ich darf dich bitten, hier nun zu präsentieren. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich hier das Einleitungsreferat zu dieser IRIS-Tagung halten darf. Ich tue das in deutscher Sprache und wechsle dann mit Ausnahme eines Zitats nichts innerhalb meiner Ausführungen. In der Tat, der Titel ist etwas provokant. In einer halben Stunde werden Sie dann meine Antwort auf die Frage hören, die Sie eben gerade gesehen haben. Lassen Sie mich aber meine Ausführungen einleiten durch den Hinweis, dass mit der Wahl des Tagungsthemas Internet of Things die IRIS eigentlich auch beiträgt zu einem Jubiläum. Denn vor 20 Jahren hat Kevin Ashton seinen berühmten Satz geprägt, That Internet of Things Thing. In der Tat sprechen wir zwar in der sozialwissenschaftlichen Literatur erst etwa seit 20 Jahren über das Internet of Things, das IoT. In der Zwischenzeit darf man aber durchaus sagen, dass die Diskussion intensiv geworden ist. Auf dieser Folie sehen Sie die Themen, die ich gerne in den nächsten 30 Minuten ansprechen möchte. Zuerst eine kurze Einführung zum IoT-Ökosystem. Dann stelle ich die Frage, welche neuen Herausforderungen bringen neue Technologien, insbesondere Blockchain. Und dann im Hauptteil setze ich mich auseinander mit den Herausforderungen, die sich eben mit dem Einzug des IoT und der Blockchain auch ins tägliche Leben für uns stellen werden. Nun, IoT-Ökosystem ist Ihnen ja bestens vertraut. Praktisch alle von Ihnen haben einen Beitrag in den Tagungsband geleistet. Es geht darum, dass Objekte befähigt sein müssen, die Informationen über deren Zustand in der realen Welt an die virtuelle Welt zu kommunizieren. Das IoT basiert auf dem traditionellen Internet, hat zwar einen Object Naming Service, einen sogenannten ONS, der mit einem Electronic Product Code kombiniert ist, aber die Grundstruktur bleibt tatsächlich das traditionelle Internet, ungeachtet gewisser Spezifikationen und teilweise anderweitiger Standardisierungen. Ich betone dies deshalb, weil meine Hauptaussage dazu lautet, der Kommunikationsaustausch setzt das Vorhandensein von zentralen Intermediären voraus. Und hier finden wir dann die Abweichung, die sich bei der Blockchain-Infrastruktur ergeben wird, die dezentral strukturiert ist. Wenn man anschaut, was in den letzten eben vor allem 10 Jahren geschehen ist im Bereich der Regulierung und Standardisierung, so muss man eigentlich relativ enttäuscht feststellen, leider nicht allzu viel. Es gibt eine ganze Reihe von Initiativen, hat übrigens ursprünglich begonnen mit einer Expertengruppe der Europäischen Kommission, dann die Alliance of Internet of Things Innovation, die IOTA hat Handlungsfelder definiert und angekündigt, dass man bis zum Jahre 2020, da sind wir jetzt nicht mehr so weit entfernt davon, alle diese Handlungsfelder durch Studien abdecken will. Dann haben wir die European Research Cluster. Wir haben eine spezielle
Study Group der International Telecommunications Union, also der UNO-Organisation mit Sitz in Genf. Auch die Federal Trade Commission in den Vereinigten Staaten hat Studien angestellt. Aber hier würde ich am liebsten noch darauf hinweisen, dass es, wenn man schon von der Sicht der Zivilgesellschaft ausschaut, eine sogenannte Dynamic Coalition on the Internet of Things gibt. Und diese Dynamic Coalition hat im November 2018 anlässlich des Internet Governance Forum in Paris sogenannte Global Good Practices als Leitlinien verabschiedet. Und das sind so eine Art Standardisierungen. Wenn ich vielleicht noch ganz kurz auf weitere Aspekte eingehe, die uns im Kontext des IoT beschäftigen, so ist es sicher die Governance. Diese Frage stellt sich ja immer, wenn neue technologische Systeme sich entwickeln, und die Antwort auf die Frage, ja, haben wir dann wirklich eine gute IoT-Governance, ist relativ schnell gegeben. Die Antwort lautet nämlich tendenziell eher nein, gerade deshalb, weil es bisher viel zu wenig Organisationen gibt, die sich bemühen, Standards und Governance-Prinzipien zu entwickeln. Die Harmonisierung ist relativ schwach, auch wenn man natürlich den Electronic Product Code hat, der standardisiert ist, mag auch damit zusammenhängen, dass eben im Gegensatz zum traditionellen Internet eine ICANN als relativ zentrale Organisation nicht besteht. Auf das Thema Governance werde ich noch zurückkommen, deshalb fasse ich mich hier kurz, ebenso mit meinen Hinweisen zu den Rechtsfeldern, die in der Wissenschaft in den letzten 10 Jahren besonders intensiv bearbeitet worden sind. Im Vordergrund stehen Datenschutz und Datensicherheit. Das ist an sich auch offensichtlich, denn das Risikopotenzial ist relativ hoch wegen der Vernetzung. Aber das ist jetzt gerade ein Themenfeld, das ich hier nicht vorzutragen brauche. Da gibt es im Anschluss an mein Einleitungsreferat noch genügend Work-Sessions, die sich mit Data Protection, Data Security beschäftigen. Dann haben wir wissenschaftliche Arbeiten im Kontext des Vertragsrechts und im Kontext der Haftung. Darauf werde ich dann im Schlussteil meines Referates nochmals zurückkommen, und ich würde jetzt deshalb gerne weitergehen und zur neuen alternativen Infrastruktur kommen, nämlich zur Blockchain. Sie können dieser Folie, die Sie vor sich haben, gerade entnehmen, dass eben die Struktur nicht zentral ist wie beim Internet und konsequenterweise beim IoT, sondern sie ist dezentral. Mit anderen Worten verzichtet die Blockchain-Technologie oder die Distributed Ledger, DLT-Technologie, auf den zentralen Intermediär, und das hat natürlich für die rechtlichen Folgefragen durchaus eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Wirtschaftlich und auch technologisch gesehen ermöglicht es aber, die Blockchain neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, wenn man etwa an die Smart Contracts denkt, oder vielleicht etwas breiter ausgedrückt. Wir haben jetzt eine neue Klasse von Vermögenswerten, die sogenannten Crypto Assets, also die Kryptowerte, die technologisch ausgedrückt werden in einem Token. Und die Frage, was nun effektiv rechtlich ein Token ist und ob wir mit unseren traditionellen Kategorien wie etwa Eigentum oder Übertragung durch Zession auch im Kontext solcher Crypto-Assets weiterkommen, ist selbstverständlich eine Herausforderung, der sich die Wissenschaft erst in den letzten Monaten angenommen hat.
Was ist wesentlich dann auch für meine anschließenden Überlegungen? Wenn Transaktionen auf der Blockchain ablaufen, dezentral, dann geschieht dies in aller Regel durch einen vorgegebenen und damit aber auch limitierten Vorgang, eine transaktionale Logik, die auf einem determinierten Code beruht. Bereits das IoT hat, wie ich das eben erwähnt habe, Beziehungen zwischen den Personen und den Objekten vermittelt durch technische Geräte oder Sensoren. Aber die Blockchain-Technologie verändert nun diese Art der Vermittlung, weil die Geräte und die Sensoren durch die autonome Software bestimmt sind. Und zur sprachlichen Abwechslung würde ich hier gerne jetzt vom Harvard Berkman Klein Institut zwei Autoren zitieren. As the technology further matures, it is conceivable that one or more blockchains could power a next generation Internet of Things, facilitating the emergence of new business models grounded on machine-to-machine transactions. And dieses Zitat ist vielleicht auch etwas eine Rechtfertigung dafür, weshalb ich den provokanten Titel meiner Präsentation gewählt habe. IoT verschwindet nicht, aber die neue Blockchain-Technologie wird möglicherweise dazu führen, dass bisherige IoT-Abwicklungen eben auf alternativen Infrastrukturen möglich sind. Und das führt mich jetzt weiter zur Frage, wenn auch das Bild in der Zwischenzeit verschwunden ist, welche Herausforderungen stellen sich in diesem Kontext? Und die erste Herausforderung, die betrifft die Governance. Ich habe effektiv etwas Probleme mit der Umschaltung. Muss ich das jetzt hier von Hand machen? Gut. Also die IT-Governance, ich habe schon darauf hingewiesen, dass die bisherigen Regulierungsansätze im Bereich IoT nicht sehr weit gediehen sind, dass wir zwar private Initiativen haben, die eben bottom-up gestaltet sind, dass eben mit der Blockchain-Technologie nun neue Elemente dazu kommen. Mit anderen Worten, es wird notwendig sein, sich Überlegungen anzustellen, welche zusätzlichen Elemente in die Governance-Diskussion einzuführen sind. Und das Stichwort in diesem Kontext heißt meines Erachtens, dass es auch so etwas geben muss wie eine Device Governance, weil eben die Objekte und Geräte, die zum Einsatz kommen und die, wenn sie vorweg durch einen Code determiniert sind, auch eine Loslösung von menschlichen Interventionen erfahren haben, dass insoweit eben Grundsätze zu erarbeiten sind, welche dazu führen, dass die Rahmenbedingungen des Rechts, wie wir sie kennen, auch künftig zur Anwendung gebracht werden können. Ein weiterer Bereich in diesem Kontext ist die rechtliche und die faktische Interoperabilität. Mit faktischer Interoperabilität meine ich insbesondere die Möglichkeit, verschiedene technische Systeme zusammenzuschließen. Der Begriff der rechtlichen Interoperabilität hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Heißt letztlich, es sollte normative Regeln geben, die grenzüberschreitend zur Anwendung kommen können. Ist selbstverständlich
entscheidend dafür, dass Online-Geschäftsmodelle global durchgeführt werden können. Unterschiedliche Grade sind denkbar, Harmonisierung von Regeln, Standardisierung von Regeln. Wir sind hier effektiv auch noch nicht so weit, aber ich habe schon darauf hingewiesen, dass beispielsweise die Dynamic Coalition on the Internet of Things diese Leitlinien Global Good Practices entwickelt hat. Das ist ein Schritt meines Erachtens in die richtige Richtung und dieser Schritt ist weiter zu verfolgen. Und damit komme ich zu einem dritten Thema im Kontext der Herausforderungen und dieses dritte Thema ist eigentlich für mich wohl das fast Wichtigste, das genauer betrachtet werden muss und zu dem Sorge zu tragen ist. Viele von Ihnen mögen sich erinnert fühlen an einen Begriff, der sehr ähnlich klingt wie Property Rights Management Systems, nämlich Digital Rights Management Systems. All diejenigen, wenn sich bestimmt an diesen Begriff erinnern, die sich mit Urheberrechten in der digitalen Umwelt beschäftigt haben bisher. Worum geht es mit diesen Digital Rights Management Systems oder DRMS? Es geht darum, dass die Rechteinhaber in die Lage versetzt werden, technisch zu verhindern, dass Unberechtigte sich die Vorteile der Verwertung geschützter Rechte aneignen können. Erstmals hatten wir dieses Instrument im Digital Millennium Copyright Act der Vereinigten Staaten 1998, dann in der InfoSoc-Richtlinie der EU 2001. Hintergrund also private Rechtsdurchsetzung durch technische Maßnahmen und Nicht-Rechtsdurchsetzung durch Gerichte. Der Begriff lautet bei mir leicht abweichend nun, nämlich eben, wie ich ausgeführt habe, Property Rights Management Systems. Es geht darum, dass diejenigen Unternehmen, welche eben die Geräte programmieren und die Codes festlegen, sich in die Lage versetzen, die physischen Geräte anzuleiten und auch zu überwachen. Weshalb ist das aus meiner Sicht auch ein rechtliches Problem? Deshalb, weil der eingesetzte Code technisch auch die Regeln an bestimmten zum Gebrauch dienenden Objekte und Geräte festlegen kann, einschließlich möglicher Beschränkungen des Gebrauchs. Solche in freier Autonomie des Anbieters verordnete Vorgaben sind aus seiner Sicht deterministisch positiv ausgerichtet, aber sie brauchen eben, wenn sie im Voraus festgelegt sind, nicht auch in gleicher Weise positiv sich auszuwirken für die Abnehmer. Und solche Instrumente als private Waffe sozusagen in der Rechtsdurchsetzung sind nur dann legitim, wenn sie ausgewogen ausgestaltet und abgesichert sind. Die Anknüpfung im geltenden Recht erfolgt, und auch das ist meines Erachtens jetzt nicht wirklich eine Überraschung, im Wettbewerbsrecht. Wir kennen schon seit vielen Jahren das Problem des Lock-in bei dem Gebrauch von Software. Regulatorisch wäre also auch im Zusammenhang mit der Codierung solcher Geräte und Objekte sicherzustellen, dass die Nutzer nicht technischen Bedingungen unterstellt werden, die sie dazu zwingen, beispielsweise gleiche oder ähnliche Objekte von denselben Anbietern zu
beziehen und eben dadurch sich der Tatbestand des Login verwirklicht. Ein zweiter Aspekt, der hier Sorge bereiten kann, liegt in der Tatsache, dass Personendaten in erster Linie den davon betroffenen Individuen gehören. Mit dem Wort gehören will ich in keiner Art und Weise anspielen auf Diskussionen, etwa ob es ein Dateneigentum braucht oder nicht. Ich spreche hier nur über die Datenzuordnung und die ist meines Erachtens bei Personendaten jedenfalls individuell. Und das bedeutet auch, dass die Anbieter der entsprechend kodierten Geräte diese Personendaten nicht monopolisieren dürfen oder es sind eben die rechtlichen Sicherungen einzubauen, dass es nicht zu einer solchen Monopolisierung kommt. Letzter Bereich noch, das mache ich jetzt etwas kürzer, zumal ich gesehen habe, dass viele Referate anlässlich dieser IRIS-Tagung auf entsprechende Rechtsfragen auch eingehen. Es braucht Transparenz hinsichtlich der Verwendung und des Einsatzes von intelligenten Systemen. In diesem Zusammenhang muss ich einfach daran erinnern, dass die Blockchain zwar sehr transparent ist mit Bezug auf die Frage der verwendeten Blöcke oder der Kette von Blöcken, hingegen ist sie intransparent mit Bezug auf diejenigen Personen, die hinter den Private Keys stehen, die eben beispielsweise die Übertragung entsprechender Token oder Blöcke ermöglichen. Mit anderen Worten, Mensch-Maschine-Beziehungen, die schon vorhanden sind in IoT-Transaktionen und die eben dann allenfalls entpersonalisiert auf der Blockchain auch eintreten und einen elektronischen Agenten dazu verwenden müssen, so vom Recht erfasst werden können, dass beispielsweise die Rahmenbedingungen des Aufbewahrens von Transaktionen, auch die Frage, was ist effektiv nun Vertragskonsens oder nicht Vertragskonsens nachvollziehbar sind. Je mehr sich Objekte verselbstständigen und gestützt auf künstliche Intelligenz in der Lage sind, eigene Entscheide zu fällen, desto stärker ergibt sich das Bedürfnis, die Rechte und Pflichten solcher intelligenten Systeme auch festzulegen. In der Literatur wird in jüngster Zeit darauf hingewiesen, es hätte ja schon im Mittelalter ein sogenanntes Lex Mercatoria gegeben und richtig wäre nun für unsere Zeit eine Lex Cryptographica zu entwickeln, sozusagen Gewohnheitsrecht dessen, was man zu beachten hat, wenn man digitale Transaktionen auf welchen Infrastrukturen auch immer durchführt. Damit komme ich zu zwei Bereichen, die ich schon angesprochen habe und die ich nur noch ganz kurz in diesem Kontext erneut erläutern möchte. Wir haben, wenn wir das IoT anschauen, in aller Regel ein sehr komplexes Geflecht von Verträgen. Sie sehen auf der Folie vor Ihnen, dass es meistens sehr viele vertragliche Beziehungen gibt, die eine Rolle spielen. Und wenn man sich jetzt daneben die Blockchain denkt, dann fällt eigentlich dieses komplexe Geflecht von Transaktionen weg oder die Aushandlung entsprechender Verträge fällt weitgehend weg, aber nicht in dem Sinne, dass gar nichts mehr zu geschehen hat, sondern die Aushandlung dieses Vertragsnetzwerkes wird letztlich in die Hand dessen gelegt, der eben das Design des Code macht. Wir haben auch schon
einige Literatur zur Frage der Haftung. Braucht es eine Ergänzung des Risikosphärenkonzepts? Benötigen wir neue Gefährdungshaftungen? Gibt es vielleicht so etwas wie eine Vorsorgehaftung bei der Code-Programmierung? Das sind effektiv alles Einzelfragen, die es wert sind, vertieft zu werden und die teilweise auch heute und morgen in den Workshops zur Vertiefung gelangen. Mein Thema lautet ja, wie verhält es sich mit diesen Überlegungen mit Blick auf die verstärkte Berücksichtigung alternativer neuer Technologien wie Blockchain. Und die Antwort aus meiner Sicht ist vielleicht zumindest nicht beruhigend. Auf der einen Seite haben wir wegen der dezentralen Struktur der Blockchain ganz erhebliche Probleme, das anwendbare Recht festzustellen und herauszufinden, welcher Gerichtsstand gegebenenfalls in Betracht gezogen werden kann. Im IoT, im traditionellen Vertragsnetzwerk haben wir unsere Regeln des internationalen Privatrechts. So einfach sind die bei einer dezentralen Infrastruktur aber nicht anzuwenden. Im Vertragsbereich sehen wir eine Entindividualisierung, darauf habe ich jetzt schon mehrfach hingewiesen, anstelle ausgehandelter Vertragsnetzwerke legen wir die Festlegung des Inhalts der Transaktionen oft in die Hände der Techniker, die eben den Code determinieren. Und im Haftungskonzept sind wir, wenn wir an Blockchain denken, nicht nur damit konfrontiert, dass wir neue Haftungskonzepte brauchen, sondern es wird auch sehr oft nicht einfach sein, herauszufinden, wer ist denn wirklich der Verursacher einer Fehlentwicklung. Wie ist es möglich, hinter dem Private Key gegebenenfalls auf jemanden zu greifen, der namentlich nicht unbedingt bekannt sein muss. Auch hier stellt sich natürlich das Petitum, dass möglicherweise Organisationen, die gewisse Infrastrukturen anbieten, so etwas wie eine Vorsorgehaftung zu übernehmen haben. Und damit muss ich jetzt zur Beantwortung der mir eingangs gestellten Frage kommen. Ist es tatsächlich so, dass das Internet of Things, so wie wir es kennen seit 20 Jahren und so wie wir es genauer anschauen, seit 10 Jahren von der Bildfläche verschwindet? Die Kurzantwort aus meinem Munde lautet wohl jein. Internet of Things wird nicht verschwinden. Internet of Things hat weiterhin den möglichen Anwendungsbereich, der bisher eben schon gegeben war. Aber die Quantität von Transaktionen wird wahrscheinlich tendenziell im Internet of Things nicht mehr so stark ansteigen, wie das in den letzten 10 Jahren der Fall war, weil sich ein Teil der entsprechenden Transaktionen auf die Blockchain-Infrastruktur verlagern dürfte. Gibt es deshalb ein großes Konfliktpotenzial? Ich denke eher nein, weil unterschiedliche Infrastrukturen verwendet werden können und diese unterschiedlichen Infrastrukturen direkt nicht kollidieren. Ein Konfliktpotenzial haben wir meines Erachtens vor allem dann, wenn Transaktionspartner sich nicht klar darüber werden, ob nun eine Transaktion über das Internet of Things oder die Blockchain-Infrastruktur abgewickelt werden soll. Und im Weiteren
mag es zu Konflikten kommen, wenn es an der technischen Operabilität zwischen verschiedenen Netzen fehlt. Komplementarität grundsätzlich ja. Die beiden Netze sind nebeneinander verwendbar. Ich würde diesen Gedanken aber gerne noch verstärkt formulieren. In zwei Handlungsfeldern, die ich erläutert habe, kann sich die Komplementarität gegenseitig befruchtend auswirken. Das ist nämlich bei der Entwicklung von Governance-Prinzipien durch Selbstregulierungsorganisationen und bei der Anwendung des Wettbewerbsrechts. Und deshalb meine ich, dass die Netze, wie gesagt, die Wahl für die Transaktionspartner erweitern, dass sie komplementär sind und dass seitens der Wissenschaft eben vielleicht die Koordinationsaufgaben noch verstärkt zu beachten sind. Ich hoffe, dass mit diesen Hinweisen die provokative Frage etwas entschärft worden ist. Das Recht bleibt dazu aufgerufen, angemessene Rahmenbedingungen zu formulieren, welche die oft fehlende menschliche Intervention sowohl im IoT und erst recht im Blockchain-Umfeld kompensieren und ausgleichen. Im Vordergrund stehen die Aspekte der Governance und der Verhinderung der Ausübung von Machtpositionen, Kraft privater Durchsetzungssysteme, digitale Rechtsbeziehungen, die sich zu automatisierten bzw. rein technologiebezogenen Abwicklungsmechanismen fortentwickeln dürfen, nicht aus dem regulatorischen Blickwinkel entlassen worden. Und Sie alle haben nun ja die Gelegenheit, die Möglichkeiten, Chancen und auch Schwächen möglicher regulatorischer Umgebungen in den nächsten zwei Tagen auszuloten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus